Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warfunner, euer Remco auf Remco LP. Und wir fahren jetzt mal Panzersimulator, habe ich mir gedacht. Weil immer dieselben Schlachten ist ja auch langweilig auf Dauer. Und da habe ich mir gedacht, fahren wir mal bei diesen Ereignissen mit und hier und da. So das verschiedene. Das soll ja aber nicht gut zu, was das hier ist, ne? Ob hier noch andere Spieler kommen und nicht. Und das ist geregelt. Steigen die jetzt bei mir ein oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es ganz einfach. Die fahren und fliegen lauter deutsche Fahrzeuge. Hey. Und der Gegner hat lauter russische. Das heißt, man kann sich nicht gegenseitig aus Versehen abschießen. Also könnte man schon, aber da hinten wissen wir jetzt, das ist ein Ding. Ne? So. So, jetzt sollte ich mal weniger quatschen. Da wird nämlich schon geschossen. Wow, okay. Die Frage, von wo kam das? Wo sitzt der Schwein? Okay, dahinter haben wir einen irgendwo. Panzer stößt vor, okay. Was mir gar nicht gefällt ist, wir fahren jetzt hier lang, haben keinerlei Deckung von der Seite, ne? Also das kann ein Verhängnis werden. Jetzt habe ich kurzzeitig mal den Atem gestoppt, weil ich dachte, da oben die Mauer, das wäre ein Panzer. Da ist er. Da hinter der Mauer ist er, irgendwo. Okay, fahren vor. Das gibt's doch nicht. Natürlich gleich den Richtschützen. Muss natürlich so fahren. Jawohl, dass er abprallen. Jawohl. Abpraller, nice! Wow! Wieder nur Abpraller beim Gegner. Oh, wir haben noch zwei Mann im Panzer. Gott, wir sind stärker getroffen. Wow! Verdammt! Alter, die stehen aber auch gut, ne? Das ist ja schon wieder ein ganz anderer Schnack als simuliert. Hm. Gar nicht angezeigt, von wo er geschossen hat. Oh, nicht schlecht. Wie? Was? Nichts mehr da. Oha. Da haben sie ihn hart getroffen und der brennt. Schade, schade, schade. Schnell zurück zum Hangar und die nächste starten. Hat mir gefallen, der Modus. Bisschen krasser. Aber gut. Entschuldige die schlechte Aussprache. Ich habe mir gerade ein Haribo geknatscht. So. Und wir jetzt 250.000 Euro dazu verdienen. Können wir noch andere Panzer nehmen? Ich meine, M24 und so ein Scherz, geil. Ja, okay. Russen nicht, aber der F24. Okay, nehmen wir mal den F24 oder was? Klar, machen wir das mal. Wenn wir gerne vorspulen, bis er mich mal hier irgendwo reinjagt. Nee, ist doch nicht böse. Kann man hier auch gucken, was das für ein Panzer ist. Tatsache, ja cool. Wenn hier so alles rausfindet. Trotz langstündiger, mehrfacher Spielzeit.
Ist ja krass. Nice, nice. Panzerjäger. Nice. Panzerjäger. Ferdinand, Jagdpanther. F109, Serie 10. 14,6. So, die Tropenversion. Uke Wulf. Mann, Mann, Mann. Mensch, das wird jetzt nichts hier. Oh, nee. Das ist falsch. In die Schlacht kommt man wieder so. Ja, hatte Schlange verlassen. Muttert halt so gehen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dauert ja genauso lange. Besatzungstraining. Also, oh, uiuiui, guck mal da. Nee, Richtschütze. Der Richtschütze wird immer ganz gerne abgemützt. Also kriegt er mal Point. Toll. Können wir noch irgendwas? Scharfe Sicht. Klar. Da, knall rein. Ey, ich wollte scharfe Sicht. Ihr Arschloch. Ihr Arschloch ist es. Tunesien. Mal guck mal hier. Dingschein-Shop. Kannst du die Steuerungshilfe mit F1 aufrufen? Wow. Wir nehmen natürlich unseren M24 wieder. Oder wir nehmen 75 mm. Genau, die nehmen wir mal. Oder nee, ist ja Schwachsinn. Oder doch nicht? Ja doch. Wir müssen ja in die Stadt. Aber in der Stadt ist es auf Nahkampf ausgelegt. Also kommt, wäre es ja besser, wir nehmen ein M4. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Ei, ei, Captain. Mit einem leichten Panzer. Da sind wir da ganz schnell weg. Oder was sagt ihr? Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Ja, bleibt mal locker. Ich überlege noch, welchen Panzer ich hier nehmen. Nehmen wir den normalen M4. Nehmen bitte 30 Schuss da. Ja, genau 97. Machen wir doch gleich ein rotes Kreuz auf dem. Rotes Zielkreuz auf dem Panzer auf. Da gibt mir einen dicken. Bippo oder Bimbo, wie heißt das? Oben, wenn du so bei World of Warcraft, da gab's doch hier als Jäger, konntest du doch hier sowas machen. Wie hieß das? Ich glaube, das hieß Bimbo, ne? Das Ding. Jetzt also nicht jetzt hier rassistisch gesehen, der Schwatte, sondern dieser Pfeil, den du über den Kopf hast da, diesen riesengroßen, damit jeder sieht, Alter, da ist er. Wir haben natürlich schon fast die richtige Wüstentarnfarbe an. Wenn man mal so guckt. Ja, nett. Ja. Kann sich fast in ihn einfügen. Und jetzt wollen wir weniger labern, sondern ein bisschen fahren. Wow, da geht's schon wieder richtig hart zur Sache. Bald sollen ja reinkommen Updates von War Thunder, habe ich gelesen für Panzer. Dass du bist du zweimal deine Crew. Dass wenn du zum Beispiel jetzt der Richtschütze ist tot, dass du den widerrufen kannst. Im Arcade-Gefecht, überall auf der Map und im realistischen nur an den Punkten, die eingenommen sind. Finde ich eine geile Idee. Ganz cool gemacht. Dass dann zum Beispiel die Panzer mehr zur Geltung kommen, weil ein Panzer zu bauen, stand doch da drin, ne? Das dauert nicht so lange, wie eine gute Crew auszubilden. Und das ist ja so. Bin ich mal gespannt, wie sich dann die ganzen Kämpfe gestalten werden. So, und jetzt fahren wir hier in die Stadt ein. Und haben wir schon einen, der lang gefahren ist. Macht uns die Sache natürlich ein wenig sicherer. Weil wir uns zu 70, na gut, sagen wir mal 40% sicher sein können, dass da kein Gegner ist. Kübelwagen. Cromwell. Okay, Rückzug, 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 Rückzug.
Abstand gewinnen. Abstand heißt meistens Ruhe. Okay, wir verstecken uns hier in der Gasse und hoffen, dass es klappt. Hier ist ja keine Gasse! Egal. Okay, er wird angegriffen. Da helfen wir jetzt natürlich. Komm rausgeschossen. So. Okay. Wow, aus der Außenansicht. Nice. Jawohl, so nicht, Freundchen. Sturmgeschütz. Ah! Und wo ging der denn hin? Wo ging der denn hin? Wir müssen ihn aufbocken! So, jetzt können wir uns reparieren. Ja, schade, hat nicht ganz geklappt. Ah, da kam der F2 in die Ecke. Aber geile Taktik, oder was? Ihn schön da aufgebockt. Und mal schön die Schräge des M4s benutzt. Um ihn da ein bisschen so auflaufen zu lassen. Herrlich. Mega geil. Immer wieder gehen. Ja. Extreme Maßnahmen. Oder Situation erfordert extreme Maßnahmen. Das ist nun mal so. Oje, mein Team lässt sich hier schon wieder feiern. Sprich, es lässt sich hängen und abmützen. Da durch? Oh ne, nicht wirklich, oder? Ja, nö. Ja, dann nicht, Mann, ganz ehrlich. Okay, fahren wir vorwärts. So, angeblich ein Panzer. Oh, ich habe ihn noch gesehen gerade eben, den Schuss, und das war's. Na, wo ist er durch? Bestimmt durch die Front komplett, ne? Na, sicherlich. Ist ja nichts für ihn. Das sind ja... Wie viele Millimeter sind das? 25 oder so? Ach man. Wow. Hey, du wirst beschossen mehrmals.
Ja, rechts von der Seite, aber ich sag's dir nicht. Und jetzt macht er den letzten Zack. Bin noch nicht tot. Das muss er tot sein, oder? Na, siehst du hier. Ne? Wollte schon sagen. Super. Was ist das denn? Armored Car, ja, alles klar. Lesen kann ich sehr. Oh, oh, da, Marder, Marder, Marder! Na, das war's mit Feuern. Und zack, weg. Und wieder. Ich würde mal sagen, da haben die deutschen Panzer uns gezeigt, wo es lang geht, ne? Ja, ja, so ist das. Seht ihr hier? Oh, er schießt hier mit Kanonen auf Spatzen. Bis zum nächsten Mal, euer Remco auf Remco LP. Ciao, ciao.